Am Samstag hat Professor Klaus Hahnenkamp vom Greifswalder Universitätsklinikum mit seinem Verein Landrettung auf dem Marktplatz in Grimmen gezeigt, wie wichtig und eigentlich auch einfach es ist, im Falle eines Unfalls erste Hilfe zu leisten. Rund 200 Menschen haben sich an der Lebensrettungsaktion Prüfen, Rufen, Drücken beteiligt und ihr Wissen um die richtige Handlungskette aufgefrischt. Denn zuerst sollte man prüfen, wie es der betroffenen Person geht, dann sollte man den Rettungsdienst verständigen und im Anschluss, wenn keine Atmung zu spüren sein sollte, eine Herzdruckmassage beginnen. Um den Reiz der Teilnahme an der Veranstaltung zu erhöhen, hatte die Sparkasse 3 Geldpreise ausgelobt. Unter anderem für die größte und die kreativste Gruppe. Ja, wunderbar gemacht. So viele Leute auf die Beine gestellt an einem Samstagvormittag, das ist schon beachtlich. Also nochmal herzlichen Applaus. Wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt schon zahlenmäßig die meisten sind und wir haben hier diese 1000 Euro gewonnen, wollen wir diesen Preis eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern wir wollen ihn teilen mit dem Gymnasium, die vielleicht auch nochmal dann mit herzukommen. Wir haben nämlich uns überlegt, dass wir 200 Euro abgeben. Jeder geht mit 800 Euro aus dieser Aktion, weil die Sache zählt für uns. Das ist das, was wir uns überlegt haben dafür. Eine schöne Abi-Feier für euch, ein bisschen Unterstützung von uns auch. Da habt ihr euch aber was Tolles überlegt. Ja, so sind sie in Grimm. Frau Maroni, ich glaube, das ist kein Problem. Das kriegen sie hin mit den Checks, ne? Das klären Sie im Nachhinein. Sie kriegen die ganzen Adressen dann und dann läuft das. Kommt mal hierher zu. Vielleicht da vorne hinknien aufs Pflaster, dann haben wir es.